Jetzt ist ja also da, der Tag X, also der Tag, an dem Donald Trump abtreten wird. Viele Trump-Fans, von denen es erstaunlich viele in Deutschland gibt, zumindest in meinen YouTube-Kommentaren, wie ich immer mit großem Erstaunen feststellen muss, sind darüber nicht wirklich glücklich, haben es auch nicht für möglich gehalten, haben immer gesagt, du hast gar keine Ahnung, Trump wird Präsident bleiben, Biden wird nie Präsident werden. Jetzt ist es also passiert. Wir wollen uns mal anschauen, was Trump hinterlässt und mit welcher Voraussetzung Joe Biden jetzt in dieses Amt starten wird. Zunächst mal gucken wir uns an, was hier Donald Trump noch hinterlassen hat, nämlich eine Art Abschiedsrede, erstaunlich versöhnlich, sagt darin auch, ich wünsche der Nachfolgeregierung viel Glück, preist natürlich seine Errungenschaften und spricht dann auch über das China-Virus, das eben hier alle Dinge durcheinander gebracht haben, und wahrscheinlich wäre er weiter Präsident geblieben oder zumindest wäre die Chance besser gewesen, wenn die Handhabung dieser Pandemie nicht so äußerst mau gewesen wäre durch Donald Trump. Jedenfalls sehen wir unten 400.000 Tote jetzt in den USA, da gibt es jetzt eine Lichtinstallation in Washington. Biden und Harris mit jeweiligen Partnern haben das als Mahnmal ein Stück weit hier in Erinnerung gerufen. Das ist vielleicht das Vermächtnis von Donald Trump, zu sagen, okay, ich spiele die ganze Geschichte runter und dann wird das schon, das hat eben nicht funktioniert und das hat ihn wohl das Amt gekostet. Wie schaut es aus mit der Entwicklung? Wir haben vor allem den Dollar als Verlierer der Amtsseite von Trump. Wir haben Gold als Gewinner, 40% ging es nach oben. Wir haben die Aktienmärkte natürlich als Gewinner und wir haben ein Stück weit auch die Anleihemärkte als Gewinner, 16% durchschnittlich. Hier sehen wir übrigens, wie Obama noch mit Trump hier in Washington am Tag der Amtseinführung sich unterhält. All das hat jetzt Trump nicht gemacht. Er verschwindet gewissermaßen durch die Hintertür. Um 8 Uhr Ortszeit Washington wird er dann einfach nach Florida verschwinden. Schade, dass das nicht möglich ist, dass hier sozusagen eine geordnete Amtsübergabe am Egoismus oder Narzissmus von Trump scheitert, der sagt, ich habe nicht verloren, weil er kann ja gar nicht verlieren. Ist wirklich nicht unbedingt förderlich, dass die ganze Geschichte so endet. Wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen, sehen wir, dass Clinton jetzt mit 78% Performance führt, vor Obama mit knappe 75% und dann kommt schon Sid Donald mit knappe 68%. Jeweilige Regierungszeit natürlich komplett anders. Clinton damals mit der New Economy Bubble, wie sich dann rausgestellt hat, das musste Bush dann mit aussitzen, dementsprechend die schlechteste Performance mit minus 11,8%, selbst Nixon war besser. Also Donald jetzt nicht Nummer 1 in dieser Frage, da hat er bestimmt auch ein Auge drauf gehabt, wie der Aktienmarkt denn unter seiner Rigide gelaufen ist. Wahrscheinlich hätte er das natürlich sehr stark in den Vordergrund geschoben, wenn er da Nummer 1 geworden wäre. Es hat nicht ganz gereicht. Wie wird heute der Ablauf sein? Bei der Amtseinführung um 17.15 Uhr, 11.15 Uhr Washington Ortszeit wird die Amtsübergabezeremonie beginnen. Um 17.30 Uhr deutscher Zeit wird dann Harris eingeschworen und um 18 Uhr deutscher Zeit dann Joe Biden. Interessant wird sein, welche unmittelbaren Entschlüsse Biden bekannt geben wird, also zum Beispiel Keystone Pipeline rückgängig machen, welche Dinge wird er sofort rückgängig machen. Donald Trump wiederum hat noch einiges kurz vor seinem Abschied gemacht, Leute begnadigt, wie zum Beispiel Bannon und viele andere. Also das wird jetzt der Hingucker heute, welche konkreten Maßnahmen wird Biden zurückdrehen oder aussetzen etc. Das wird vielleicht durchaus ein Punkt, der heute interessant ist. Wird die politische Karriere von Donald Trump weitergehen? Eher nicht. Die sozialen Medien werden ihn weiter blocken. Facebook hat jetzt klar gemacht, dass man ihn dauerhaft sperren wird. Das wird bei Twitter dann wohl auch so sein. Das heißt, Trump muss irgendwie einen anderen Kanal finden, wird vielleicht eine eigene Medienlandschaft aufbauen, aber diese einfache Durchgriffsmöglichkeit, die er vorher über Twitter, über verschiedene Social Media Kanäle hatte, die wird es eben nicht mehr geben. Sein Einfluss wird damit deutlich sinken und er hat jetzt die Republikaner gespalten oder es wird eine Spaltung geben, eine Trump-loyale Gruppe und eine, die sich von Trump abwendet. Eben vor allem die maßgeblichen Republikaner haben mit ihm letztendlich gebrochen, wie Mitch McConnell. Wir sehen hier, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Märkte starten zu Beginn der Amtszeit von Joe Biden mit einem Record High, was die Bereitschaft, das Risiko, ins Risiko zu gehen, Risikoassets zu kaufen betrifft.
noch nie da gewesen in der Form, seit es die Umfrage der Bank of America unter großen Investoren gibt. Wir sehen gleichzeitig steigen die Inflationserwartungen massiv. Man rechnet hier mit Commodity Supply Shortage, also mit Nachschubproblemen bei Rohstoffen, dazu gleich mehr, und vor allem dieser Fiskalpolitik, dieser exzessiven, die dann zu Inflation führen wird, so die Erwartung. Das ist der Grund, warum die Aktienmärkte steigen, Reflationstrade, warum der Dollar fällt etc. Das alles hängt miteinander zusammen. Hier sehen wir nochmal, wie die Ausgangslage jetzt ist zu Beginn der beiden Zeit für den S&P 500, respektive die S&P 500 Unternehmen. Wir haben hier die sogenannte Earnings Yield. Das ist praktisch die Gewinne eines Unternehmens im S&P 500 pro Aktie in Relation zum Preis der Aktie, respektive der Marktkapitalisierung. Das ist praktisch das Gegenteil oder das umgekehrte Price-Earnings Ratio, zeigt sozusagen, wie eigentlich die Lage ist, wie teuer der Markt ist. Wenn wir das noch als inflationsbereinigt sehen, dann sehen wir, das ist schon sehr, sehr teuer. Deswegen meine Auffassung, dass für die nächsten 4 Jahre der Amtszeit von Biden wir vielleicht nochmal so einen Sugar Rush am Anfang jetzt sehen, und dann wird die ganze Geschichte schwieriger. Ich habe das mehrfach gesagt, Umverteilung eher in Richtung Main Street. Die Zeiten der macht euch die Taschen voll Wall Street wird nicht mehr so da sein wie unter Trump. Dafür werden die Regulatoren schon sorgen, die eben da genauer hinschauen werden als noch unter Trump-Zeit. Einer der Faktoren der Amtszeit von Biden wird natürlich Janet Yellen sein, die gestern eine Rede gehalten hat. Wie Sie alle wissen, sie hat gesagt, ja, wir wollen jetzt keinen Abwertungswettlauf, aber sie hat eben anders als alle Vorgänger gesagt, wir wollen einen starken Dollar. Das hat also deutlich gefehlt, und es ist der Dollar, der letztendlich der Schlüssel ist, wie auch die Renditen für Staatsanleihen, die der Schlüssel ist für die weitere Entwicklung der Märkte. Insgesamt steigen die Renditen deutlich weiter, weil man zum Beispiel Inflation erwartet, dann dürfte der Dollar zulegen. Das wiederum wäre schlecht für die Aktienmärkte. Schauen wir uns mal die Korrelation an. Unten der S&P 500 geht nach oben. Oben der Dollarindex geht nach unten. Fast eine Korrelation von 1 zu 1. Gestern auch wieder ein Tag, an dem das so gewesen ist. Der Dollar schwächer, dann die Aktienmärkte höher. Das wird also das sein, worauf jetzt zu achten ist, gerade auch bei Tech, was die Renditen betrifft. Gestern hatten wir Netflix-Quartalszahlen. Zunächst mal fiel die Aktie, weil der Gewinn pro Aktie doch schwächer war als erwartet, aber dann kam das Nutzerwachstum, das Netflix bekannt gegeben hat, deutlich besser als erwartet. Die Aktie dann 11% gestiegen, letztendlich bei plus 7% rausgekommen. Ein Wert, der lange in einer Seitwärtsrange war. Und jetzt kommen wir zu Deutschland. Es ist der Mega-Lockdown vermieden worden. Also wir haben keine Ausgangssperren, keine 15-Kilometer-Regel, die automatisch in Kraft tritt oder die per se in Kraft tritt. Man kann also weiter zum Beispiel sich fortbewegen in andere Regionen, auch wenn man es laut Empfehlungen ja nicht tun sollte. Aber es ist schon ziemlich leid, was da beschlossen wurde. Okay, Schulen bis 15. Februar zu, da hat sich Merkel durchgesetzt. Aber ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel anders, wie ich finde. Man hat ja überlegt, teilweise Betriebe zuzusperren etc. Jetzt ist man da weit weg und sagt, okay, versucht Homeoffice zu erreichen. Insgesamt, so hat mein Liebling Marcel Fratscher, dessen Genialität ich jeden Tag aufs Neue bewundern darf, hat 60 Milliarden Dollar, nicht Dollar, sondern Euro, kostet eben dieser Lockdown bis Ende Januar. Jetzt die Verlängerung wird deutlich teurer und die Zahl der Pleiten wird dann deutlich größer, weil viele Unternehmen eben bisher kein Geld bekommen haben. Ich habe es gesagt, nach wie vor darauf warten. Und wir haben natürlich die Situation, dass wir jetzt zunehmende Kritik haben an dem, was mit diesen Impfstoffen passiert. Da hat man ja seitens der EU sehr hart verhandelt, hat den Herstellern Haftungsprobleme überlassen, hat also gesagt, wir übernehmen keine Haftungsrisiken, die behaltet ihr schön für euch, hat den Preis sehr stark gedrückt, weil man als großer Einkäufer aufgetreten ist. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass wir viel zu wenig Impfstoff haben. Das, was man da gespart hat, das kommt jetzt sozusagen als Kosten doppelt und dreifach zurück, denn wie hier ein Twitter-Kommentar bemerkt, das, was sozusagen jetzt der Lockdown kostet, ist ja ein Vielfaches dessen, was man vielleicht für mehr Impfstoff ausgegeben hätte. Und wir sehen erste, um nochmal auf diesen Rohstoffmangel-Thema, auf das Rohstoffthema Mangel zurückzukommen,
sehen wir erste Shortages, also erste Probleme, zum Beispiel bei Halbleitern. VW, Daimler und Audi haben zu wenig Halbleiter, weil offenkundig Lieferschwierigkeiten da aus Asien der Fall sind. Und wir sehen, dass wir möglicherweise bald auch Schwierigkeiten bei Stahl und Eisenerz bekommen, denn Hebei, diese Provinz, in der 20% der Stahl- und Eisenerzproduktion stattfindet, ganz Chinas, und China ist der größte Produzent bei beiden Dingen, da sind viele Städte jetzt in den Lockdown gegangen und Betriebe geschlossen worden. Das wird jetzt noch funktionieren, kann aber perspektivisch dann noch ein Problem werden. Abschließend noch interessanterweise, wenn wir schon bei China sind, Jack Ma ist wieder aufgetaucht worden, möchte ich sagen. Hier die Global Times berichtet da, dass also ein regierungsnahes Organ sagt, oh guck mal, der ist wieder da in irgendeiner Volksschule da als Ersatzlehrer mal auftretend. Also das zeigt, dass man durchaus wahrgenommen hat, dass im Westen Jack Ma und sein Verschwinden wahrgenommen wurde. Jetzt zerrt man ihn mal kurz an die Öffentlichkeit und zeigt, ja, wir haben ihn nicht eingesperrt, aber faktisch ist der Mann als Unternehmer erledigt. Und wir sehen hier abschließend noch interessante Berichte von Bloomberg über die Yield Curve Control. Das ist ja die Kontrolle sozusagen der langlaufenden Anleihen, dass die nicht zu stark in der Rendite steigen. Das hatte die Fed schon mal als Gedanke entwickelt. Andere praktizieren das, wie zum Beispiel die Bank of Japan, die sagt, okay, die 10-jährige Staatsanleihe hat eine Rendite von 0. Da werden wir nicht zulassen, dass die weiter steigt, sonst ist die ganze Verschuldung nicht mehr finanzierbar. Die EZB hat eine andere Art Yield Curve Control, nämlich es ist der Spread zwischen zum Beispiel deutschen Anleihen und italienischen Anleihen. Da gab es ja in Italien eine Regierungskrise oder gibt es nach wie vor eine Regierungskrise. Normalerweise wären die Renditen dann für italienische Staatsanleihen stark nach oben gegangen. Das hat die EZB offenkundig verhindert. Also, das ist der Start in den Tag X. Joe Biden startet mit vielen Problemen, mit einem Defizit, was den Bundeshaushalt in den USA betrifft, mit extrem hohen Aktienmärkten, mit extrem hohen Bewertungen der Aktienmärkte. Und diese Situation wird sehr, sehr schwierig zu handhaben sein, ebenso wie die Brüche innerhalb der amerikanischen Gesellschaft zu handhaben sind. Wahrscheinlich wird es erst noch schlimmer werden, bevor es irgendwann vielleicht besser wird. Wir werden sehen, aber es ist keine leichte Zeit, mit der es Joe Biden zu tun hat. Und das Erbe, das Trump hinterlassen hat, hat es ihm nicht einfacher gemacht. Ich wünsche dir das Allerbeste und sage Servus und Ciao.